Okay Leute, hier ist wieder Cliff mit seinem Let's Play Together Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge Randomized. Und wir haben gerade, waren glaube ich letztes Mal beim Kampf, ja, gegen Maike. Und, na gut, das wird wohl sehr schwer sein mit diesem Team. So. Bald kommen wir auch zur neuen Route, mal gucken, was uns da so alles begegnet. Naja, das ist nicht so wichtig, was uns alles, was nicht gewonnen. Fury, was ist denn hier los? Also ist nicht egal, was in, ist es egal, was uns alles begegnet. Hauptsache, das erste Pokémon ist gut und auch schön zu fangen. Mr. Briny, genau, da wollen wir hin. Ach so, ja. Oh ja, komm, auf Wiedersehen. Mei. Route 104, die ist leider schon für ein Ar stimmt, da haben wir noch was. Konnte nicht irgendwie. Fury, stimmt, dem hatte ich gerade beigebracht. Ja, X-Akkurazi. So, hier war nix mehr. Ja, ich möchte ihn cutten. Ja, ich möchte ihn cutten. So, was sehen wir hier noch schönes? Ein wildes Nidorino. Na, ja, Lone Wolf, komm. Lone Wolf kostet Level 16. Hier könnte auch noch was liegen. Ja, ein kleiner Pilz. Tiny Mushroom. Okay. Yeah. Wundersaat. Es bringt uns gerade nicht sehr viel, weil ich glaube, wir haben keinen Pflanzen-Pokémon. Kein Pokémon mit Pflanzenattacken. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, wir haben mächtig Schwein gehabt, dass uns das nicht im Wald als erstes begegnet ist, sondern Kabuto. Weil sonst wäre Lone Wolf jetzt einfach ein Kabuto. Oh ja, das ist doch super. Ein super Ball. Ja, Slowpoke. Na komm. Das Scratch Mama, das dürfte eigentlich genau nicht besiegt sein, weil es einfach eine zu hohe Verteidigung hat. War hier nicht noch irgendwo ein Item? Ja, schön, bind mir nochmal schön das Carnimani auf die Nase. Dann werden wir uns wenigstens mal wenn die KP auffüllen mit dem Carnimani, wenn wir es schon nicht fangen durften. Bitte was, Lone Wolf? Du bist doch sonst so gut im Saugen, das hat man ja schon mal. Na gut. Du musst es hier ja aussaugen und nicht irgendwie von irgendwo runterziehen. X-Angriff, ja super, wieder was zum Verkaufen. Naja. Ein wildes Kabuto. Ich komme mir gerade vor wie in einem Land vor unserer Zeit, weil die ganzen, vor allem die ganzen, also hier immer die ausgestorbenen Pokémon. Jetzt könnte aber mal Lone Wolf Level 17 erreichen. Sieht gut aus, ja. Yeah, Lone Wolf Level 17. Jetzt werden wir hier auch raus. Ach, das habe ich glaube ich schon geholt, falls da ein Item war. Rennen wir hier zum alten Mann. Jo. Say what? So, dann fahren wir. Ich beschleunige das Schiff mal ein bisschen. Route 100. Was hier ruft da schon ein Beep? Dead. Oh, Dead, Alter, nerv nicht. Mr. Stone. Werde ich immer noch nicht drüber fertig, dass der Typ einfach Mr. Stone heißt. Das waren zwei Routen schon wieder. Und da bin ich in der Stadt. Steven. Wer ist denn Steven? Achso, Steven ist ja Troy. Ja, diesen Mann will ich haben. Yeah, eine alte Angel. Mhm.
So. Wollte ich mal nach vorne switchen. Und dann werden wir mal gleich die Angel benutzen. Haben wir genug Bälle? Ja, dürfte reichen. Dürfte reichen. Wir befinden uns ja in der Stadt, das heißt neues Gebiet. Ups, das ist schön, wenn man... Eigentlich ist das ja die Route, aber... Ein Pokémon erhaken. Was wird unser nächstes Teammitglied, unser potenzielles? Ein Pokémon, was man auch wirklich angeln kann. Das ist auch nicht so oft. Hat man auch nicht so oft. So, gleich mal eine Donnerwelle. Stachler. Tackle. Das dürfte eigentlich irgendwie sowas wie dieser Giftstachel, also Giftstachel sei schon... Müsste eigentlich, wenn ich jetzt einmal Silberblick mache, dürfte es nicht besiegt sein. Kann es nur Stachler und... Kann sonst nichts was? Ja. Oh, Back. Pokéball, den usen wir mal. Tja, das ging leichter als gedacht. Ein Balloon-Pokémon. Wie nenne ich es? Ja, pff. Mir fällt jetzt kein bescheuerter Name ein, dann nenne ich es einfach Tears. So. Dann wollen wir auch gleich mal loslegen und uns das nächste Pokémon fangen. Du kannst mich mal einfach mal in die Höhle. So. Jetzt holen wir uns erstmal hier Blitz. Von dem Wanderer. Gab's nichts. Und unser nächstes Pokémon wird sein ein wildes. Oh, sag mal, nur Wasser-Pokémon hier? Landton. Naja. Donnerwelle. Wirkt das überhaupt? Es wirkt tatsächlich. Das müsste eigentlich eine richtig starke Verteidigung haben. Jawohl, die ist paralysiert. Anscheinend kann das nur Donnerwelle. Aber wenn ich den... Oh nein, das kann auch Blubber. Aber wenn ich den Arena-Orden habe... Ne, wenn ich den Brief abgegeben habe, kann ich mir auch den MP-Teil holen. Dann ist das alles viel leichter hier. So, einmal setze ich noch ein. Ja, senke meine Init noch. Okay, Risiko. Ne, wir werfen erstmal einen Ball und wir können danach immer noch Risiko machen. Yay! Braucht man kein Risiko machen. Super. Ja, Landton, gib mal einen Spitznamen. Ich mag Landton. Ich tippe mal, das werde ich vielleicht sogar in mein Team aufnehmen. Ich habe eigentlich aber auch Olli. So, lassen wir uns mal ärgern. Komm, wir ärgern uns mit einem... Okay, doch nicht, das ist nur ein Toren. Das will ich nicht. Ärgern kann ich mich danach immer noch, falls irgendwas richtig Schickes kommt. Pflanzenpokémon habe ich ja noch nicht. So.
Move-Pokémon. Zwar Tiers wird erstmal abgelegt. Seht ihr, ist noch nicht nix mit trainieren. Und nichts mit trainieren. So, Olli werde ich auf jeden Fall für die Arena brauchen. Wenn es. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, auf Level 20 erlernt Lamus Konfusion. Das heißt, ich brauche nur Olli auf Level 20 und dann ist da die Arena eh für einen Eimer für die ganzen Typen. Hallo, ja, wir müssen mal auch mal ein bisschen beschleunigen hier, das Pokémon heilen. Ja, Full Health und. Ja, na gut. Ich guck mal, was habe ich hier noch für Attacken gehabt eigentlich? Gut. Blitz. Die kann ich immer noch zum Trainieren gebrauchen, wenn ich den EP-Teiler habe. Low Forest. So, dann gehen wir einfach mal zu Steven. Boah, Alter, ich habe echt Glück gehabt, sehe ich gerade. Im Moment, Lantern ist wirklich das Beste, was mir hier begegnen konnte. Da kann ich mal Wasserpistole, kannst du auch noch. Gut. Ich kann nicht. Das würde mich verwirren. Dann fighten wir mal mit dem Kampf. Aber die Fähigkeit von Lamus ist eigentlich mal richtig genial. Das kann nicht verwirrt werden. So. Die Kämpfe werde ich hier drin ein bisschen beschleunigen. Weil ich ja merke, ich kann nicht fliehen. Und so ein Kampf beschleunigen ist schon nicht schlecht. So. Olli. Ist aber eigentlich für Olli ist die. Na, das habe ich schon mal vergessen. Die Fähigkeit unmöglich, weil Olli zu verwirren ist wirklich das Einfachste, was es gibt. Obwohl, eigentlich müsste er sich selber verwirren. Oh, Voltenso. Aber auf Level 10 kann das noch nichts. Jedenfalls nichts, was mir Schaden zufügt. Außer Tackle. Ja. Ach, Donnerwelle geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Was haben wir noch? Ich guck einfach mal. Summary. Speed 28, 33. Ja. Switchen wir das mal mit Olli. Ein Relikant. Das ist, also mit Wasserpokern habe ich es irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wie viel mir hier schon begegnet sind. Allein schon, sag ich mal, in der Wasser-Pokémon-Höhle. Tja, gibt's nicht hier irgendwo noch diesen Ewigstein? Dazu müsste ich Blitz können, aber kann ich da. Oh, Pichu. Ein Glück, dass mir das Mistvieh nicht begegnet ist. Pikachu hätte ich jetzt besiegt, aber Pichu nicht, das ist zu unschuldig. Willkommen bei Wie ärgert man sich richtig? Das geht schon wieder gar nicht. Ey. Nee. Nix gegen Lantern, aber hallo, Latios. Das muss nicht sein, sowas. Wie gesagt, nichts gegen Lantern, aber was ist denn hier Phase? So, ich mache dann auch meinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!